Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Sehen Sie, wie man einen CFS-Datenträger im Windows-Betriebssystem lassen kann. Wenn man Dateien von einem CFS-Datenträger oder einem zerstörten RAID-S-Array auf einem Windows-Computer wiederherstellt. Im digitalen Zeitalter spielt die Datenspeicherung eine wichtige Rolle in unserem täglichen Leben. Was aber, wenn Sie einen Datenträger mit CFS-Dateisystem haben und Ihr Computer unter einem Windows-Betriebssystem läuft, das dieses Dateisystem ursprünglich nicht unterstützt? Das CFS-Dateisystem ist in der Speicherwelt weit verbreitet und hat die folgenden Vorteile gegenüber anderen Dateisystemen. Eines der Hauptmerkmale von CFS ist die integrierte Daten- und Speicherverwaltung auf Dateisystemebene. Dies ermöglicht eine flexiblere Daten- und Speicherverwaltung einschließlich der Erstellung und Verwaltung von Speicherpools. CFS verwendet starke Datenintegrationskontrollen wie Summenprüfung und selbst Heilungsmechanismen, was es besonders robust bei der Erkennung und Verbindung und von Datenbeschädigung macht. CFS ist für die Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegt und unterstützt Dateien und Dateisysteme in Z-Byte-Zonen. Bietet die Möglichkeit, sofort Schnappschüsse von Dateisystemen zu erstellen, was Wiederherstellungspunkte und bequeme Backups ermöglicht. Die Fähigkeit, geklonte Kopien von Snapshots und Dateisystemen zu erstellen, ermöglicht die schnelle Erstellung exakter Dateiduplikate. CFS unterstützt die Datenduplizierung, die es Ihnen ermöglicht, doppelte Daten zu entfernen und Speicherplatz zu sparen. Das Dateisystem ermöglicht es Ihnen, Daten im laufenden Betrieb zu komprimieren, was ohne spürbare Leistungsbußen Speicherplatz spart. CFS bietet verschiedene Ebenen des Datenschutzes, einschließlich Spiegelung, RAID 1 und RAID 2, analog zu RAID 5 und RAID 6, die Fehlertoleranz bieten. Im Falle eines Festplattenfehlers wechselt CFS automatisch die Daten auf verfügbare Festplatten und ersetzt nicht funktionierende Festplatten. Unterstützt die Verschlüsselung von Daten auf Datenträgern, um den Datenschutz zu gewährleisten. Dynamische Erweiterung und Verkleinerung. Sie können den Speicherpool einfach erweitern oder verkleinern, ohne das Dateisystem neu zu erstellen. Geschwindigkeit und Leistung. CFS ist für den Umgang mit großen Dateien und schneller Schreib-Lesevorgängen optimiert. CFS ist für eine Vielzahl von Betriebssystemen verfügbar, darunter Linux, FreeBSD und OpenSolaris. Das Dateisystem wird als freie und Quelle-Referenz-Software verbleiben. Diese Eigenschaften machen CFS zu einer attraktiven Wahl für Server und Datenlager, bei denen Zuverlässigkeit, Datenverwaltung und Fehlertoleranz von größter Bedeutung sind. Da Windows derzeit das am weitesten verbreitete Betriebssystem der Welt ist, kann es irgendwann erforderlich sein, von Windows aus auf ein CFS-Laufwerk zu greifen. Die Gründe dafür können von der einfachen Notwendigkeit, Dateien zu verschieben, bis hin zu speziellen Aufgaben reichen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das Windows-Betriebssystem keine integrierte Unterstützung für das CFS-Dateisystem bietet, das seine eigenen native Dateisysteme NTFS, FAT und XFAT sind. Aber was tun Sie, wenn Sie ein Laufwerk mit einem CFS-Dateisystem in Windows öffnen müssen? Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Ein effektiver Weg ist die Verwendung eines Programms, Hetman Partition Recovery. Dieses Programm ist recht einfach zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, die Daten auf dem CFS-Laufwerk nach der Wiederherstellung zu lesen. Mit Hilfe von Hetman Partition Recovery können Sie nicht nur einen Datenträger mit CFS-Dateisystem lesen, sondern auch verlorene Dateien wiederherstellen, falls diese versehentlich gelöscht, die Dateistruktur des Datenträgers beschädigt oder formatiert wurden. Das Windows-Betriebssystem integriert nicht immer korrekt mit dem CFS-Dateisystem, was wiederum zum Verlust wichtiger Daten führen kann. Zusätzlich zu CFS-Unterstützung, das Programm viele moderne Dateisysteme, darunter BTFS, XSS, HFS, UFS und andere. Um Dateien von einem CFS-Laufwerk unter Windows wiederherzustellen, laden Sie Hetman Partition Recovery herunter, installieren Sie es und führen Sie es aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die CFS-Dateisystem-Partition Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse, ein schneller Scan reicht zum Lesen aus. Das Programm wird das Laufwerk sofort
scannen und sie werden seinen Inhalt sehen können. Als nächstes müssen Sie die Dateien finden, die Sie wiederherstellen möchten. Das Programm zeigt die gesamte Ordnerstruktur und die Dateiname an und Ihr Inhalt wird auch im Vorschaufenster angezeigt, sodass es nicht schwer sein wird, die wichtigen Dateien zu finden. Wählen Sie die benötigten Dateien aus und klicken Sie auf Wiederherstellen, damit Sie die auf einen anderen Datenträger mit einem von Windows unterstützten Dateisystem kopieren können. Geben Sie die anschließend den Datenträger und den Ordner an, indem Sie die Dateien speichern möchten und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Danach befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Verzeichnis. Das Programm zeigt Ihnen nicht nur die vorhandenen Dateien an, sondern auch die zuvor gelöschten Dateien, sodass Sie versehentlich gelöschte Dateien wiederherstellen können. Eine andere Möglichkeit, das Problem zu lösen, ist die Installation eines speziellen Treibers namens ZFS-SYN oder OpenZFS, der für die native Unterstützung des ZFS-Dateisystems in der Windows-Betriebssystem-Umgebung kompliziert ist. Auf den ersten Blick scheint dies eine bequeme und effektive Lösung zu sein. Wie so oft gibt es jedoch einige Aspekte, die beachtet werden müssen. Zunächst einmal kann der ZFS-SYN-Treiber trotz der Attraktivität dieser Alternative manchmal in Konflikt mit anderen bereits im Windows-Betriebssystem installierten Treibern geraten. Diese Konflikte können schwerwiegende Folgen haben, wie zum Beispiel den blauen Bildschirm des Todes oder sogar den Absturz des Betriebssystems. Noch besorgniserregender ist das, wenn Ihr ZFS-Laufwerk zum Zeitpunkt eines solchen Konflikts an das System angeschlossen ist, ein erhebliches Risiko besteht, dass Ihre Daten beschädigt werden oder sogar die logische Struktur des Laufwerks selbst zerstört wird. Dies könnte zusätzliche Probleme und den Verlust wichtiger Informationen zur Folge haben. Trotz der vermeintlichen Vorteile der zweiten Methode sollten Sie sich daher des hohen Risikos und der möglichen negativen Folgen für Ihr Betriebssystem bewusst sein. In den meisten Fällen ist es vorzuziehen, die erste Methode für die Arbeit mit dem ZFS-Dateisystem in einer Windows-Umgebung zu verwenden, da sie in der Regel weniger riskant und zuverlässiger ist. Um den Treiber zu installieren, müssen Sie die Installationsdateien herunterladen, den Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Starten Sie die Dateien und führen Sie die Installation durch. Danach steht das Tool in der Befehlszeile zur Verfügung. Um zu überprüfen, ob die Treiberinstallation erfolgreich war, führen Sie den folgenden Befehl aus. Wenn der Treiber installiert ist, wird die Meldung angezeigt. Nach erfolgreicher Installation können wir einen ZFS-Pool importieren, der auf einem anderen System erstellt wurde. Dazu müssen wir die folgenden Schritte durchführen. Schließen Sie die physischen Festplatten an einem PC an, auf dem Windows OS läuft, stellen Sie sicher, dass alle physischen Festplatten, die Teil des ZFS-Pools sind, an Ihr aktuelles System angeschlossen und lesbar sind. Dann müssen Sie den Pool definieren, führen Sie dazu einen Befehl wie diesen aus. Dadurch werden alle zum Import verfügbaren ZFS-Pools identifiziert und angezeigt. Sie werden dann Namen und Status sehen. Um einen bestimmten Pool zu importieren, verwenden Sie den Befehl ZPool-Import mit dem Poolnamen am Ende des Befehls. Dabei ist ZFS der Name des Pools, den ich importieren muss. Dies ist ein Pool, der zuvor auf einem anderen Betriebssystem erstellt wurde. Seien Sie vorsichtig beim Mounten des Pools, kann das System einen blauen Bildschirm anzeigen und dann kann der Pool beschädigt sein. Es wird nicht empfohlen, irgendwelche Aktionen durchzuführen, ohne eine Sicherungskopie des Datenträgers mit wichtigen Daten zu haben, da diese sonst verloren gehen können.
Nachdem Sie den Pool importiert haben, sehen Sie den Datenträger im Explorer. Das Betriebssystem sieht ihn als einen Datenträger mit NTFS-Dateisystem, aber in der Datenträgerverwaltung ist das Dateisystem nicht definiert. Wechseln Sie nun in den Ordner mit den Dateien und speichern Sie die erforderlichen Dateien auf einen anderen Laufwerk. Denken Sie auch daran, dass wenn Sie einen neuen Pool auf dem Laufwerk erstellen, alle Dateien, die auf dem vorherigen Pool gespeichert waren, überschrieben werden. Der Befehl zum Erstellen eines neuen Pools lautet wie folgt. Wobei Physical Drive das Laufwerk ist, auf dem der Pool erstellt werden soll. Dadurch wird der zuvor erstellte Pool auf dem Laufwerk gelöscht und folglich auch alle darauf gespeicherten Dateien. Wenn Sie Daten von ZFS-Laufwerk abrufen müssen, die zum Aufbau eines RAID verwendet wurden, dann brauchen Sie ein Programm, das das zerstörte RAID-Verbund auf dem Laufwerk wieder zusammensetzt. Benutzen Sie Hetman Help Recovery. Es wird automatisch das zerstörte RAID aus den Laufwerken wieder zusammensetzen und Sie werden in der Lage sein, die Dateien, die Sie brauchen, davor zu bekommen. Wie Sie sehen können, hat das Programm problemlos RAID auf dem Laufwerk zusammengestellt. Um die benötigten Dateien zu erhalten, öffnen Sie es und führen Sie die Datenträgeranalyse durch. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie zum Ordner, in dem sich die Dateien befinden, die Sie wiederherstellen möchten, und stellen sie wieder her. Markieren Sie die benötigten Dateien, wählen Sie Wiederherstellen, geben Sie den Speicherort an und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich die Dateien in dem zuvor angegebenen Verzeichnis. Als Ergebnis haben wir mehrere Lösungen, die Ihnen helfen werden, ein ZFS-Laufwerk in Windows zu lesen. Wie sich herausstellte, kann der Treiber ZFS-SYN mit dem System in Konflikt geraten und verschiedene Fehler und Blue Screens verursachen. Was die Wiederherstellungssoftware betrifft, so können Sie mit Hetman Partition Recovery nicht nur Dateien von einem ZFS-Laufwerk wiederherstellen, sondern auch ein zerstörtes RAID im Falle eines Controllers oder NAS-Auffalls wiederherstellen und die Daten auf dem Laufwerkverbund zurückholen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken, vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren, stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen!